Landschaft, Flüsse, Bäche, Wälder, Berge, Stauseen und eine riesige Anzahl von Talsperren gibt es in einem ganz besonderen Gebiet zu sehen. Bleibt dran und erfahrt somit, über welches Gebiet ich spreche, und lasst euch von mir die Wuppertalsperre zeigen und euch so einiges über diese erklären. Wie sich einige schon denken können, befinden wir uns im Bergischen Land. Für seinen Wasserreichtum ist das Bergische Land schon seit der Römerzeit bekannt. Die häufig von Westen kommenden Luftmassen werden über den Bergischen Höhen zum Aufsteigen gezwungen. Dadurch bedingt kommt es in der Region häufig zu Steigungsregen. Bereits seit dem 12. Jahrhundert wird die Kraft des Wassers genutzt, zum Antrieb von Mühlen und später von Hammerwerken. Mit Beginn des industriellen Zeitalters wuchs neben der Nutzung des Wassers zum Antrieb von Maschinen und zur Stromerzeugung auch die Bevölkerung rasch. Um Trinkwasser zu speichern, Flussläufe zu regulieren und Wasserstandsschwankungen über das Jahr auszugleichen, wurden Ende des 19. Jahrhunderts erste Talsperren im Bergischen Land errichtet. 1891 ging im Eschbachtal bei Remscheid die erste Trinkwassertalsperre Deutschlands in Betrieb. 7 Jahre später war mit der Bevertalsperre bei Hückeswagen die erste Talsperre zur Wasserregulierung der Wupper fertiggestellt. 1938 wurde sie von 3,3 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögen auf 23,7 Millionen Kubikmeter erweitert. Um das Niedrigwasser der Wupper noch effektiver ausgleichen und Hochwasser vermeiden zu können, wurde bereits in den 1950er Jahren die hiesige Wuppertalsperre geplant, die allerdings erst 1987 fertiggestellt wurde. Erste Überlegungen für den Bau einer Talsperre im Tal der Wupper wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts angestellt. Das Hochwasser im Winter von 1945-1946 führte zu einer konkreten Planung. Als vorbereitende Maßnahme wurden ab 1962 Trinkwasserstollen verlegt, Brückenbauwerke errichtet, eine Land- und eine Bundesstraße verlegt sowie die Wuppervorsperre gebaut. Mit dem Bau des Hauptabsperrdammes sowie der 4 weiteren Vorsperren wurde im Jahr 1982 begonnen. Die Wuppertalsperre konnte 1987 in Betrieb genommen werden. Sie ist eine Brauchwassertalsperre. Sie dient dem Hochwasserschutz und der Niedrigwasseraufhöhung der Wupper. In den Wintermonaten wird ein Teil des Speichervolumens, der sogenannte Hochwasserschutzraum, freigehalten, um die häufig dann verstärkt auftretenden Niederschläge aufnehmen zu können. In den trockeneren Sommermonaten wird zusätzlich Wasser aus dem Speichervolumen entnommen, um den Wasserstand der Wupper zu erhöhen. Dieser Vorgang wird als Niedrigwasseraufhöhung bezeichnet. Die Wuppertalsperre verfügt über insgesamt 5 Vorsperren: Wupper, Wiebach, Dörpe, Feldbach und Lennepper Bachvorsperre. Neben wasserwirtschaftlichen Aufgaben, wie zum Beispiel Absatzbecken für Sedimente aus den Zuläufen, erfüllen die Vorsperren auch ökologische Aufgaben. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Außerdem ist die Wuppertalsperre mit ihren Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung ein Anziehungspunkt für Besucher aus der gesamten Region. Zahlreiche Wanderwege, Rastplätze, Ferienhaussiedlungen und ein Bootshafen für Segel- und Ruderboote ermöglichen Erholung, Sport und Spiel für die ganze Familie. Große Teile der Uferbereiche der Wuppertalsperre sind Landschaftsschutzgebiete. Landschaftsschutzgebiete werden festgesetzt, um die Funktion des Naturhaushaltes zu erhalten oder wiederherzustellen. Wegen Vielfalt und Schönheit des Landschaftsbildes, wegen besonderer kulturhistorischer Bedeutungen oder wegen besonderer Bedeutung einer Landschaft für die Erholung. Aber die Wuppertalsperre hat noch einen weiteren Vorteil, und zwar regenerative Energien. Um die Wasserabgabe aus der Wuppertalsperre nutzen zu können, wurde am Dammfuß ein Krafthaus mit einer Kaplanturbine errichtet. Der maximale Volumenstrom der Turbine beträgt 4,3 Kubik pro Sekunde, bei einer Fallhöhe von 31 Metern. Bei Vollstau der Talsperre ist es möglich, eine Leistung von 1,25 Megawatt zu erzeugen. Die Anlage ist für die Erzeugung einer jährlichen Energiemenge von ca. 5 bis 7 Millionen Kilowattstunde ausgelegt. Das heißt, es können ca. 1500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Die Energiemenge der einzelnen Jahre ist stark abhängig von der natürlichen Zuflusssituation der Wuppertalsperre. Einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leistet die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Kraftwerkhauses. Mit der Photovoltaikanlage an der Wuppertalsperre wird nun auch die Sonnenenergie zur Stromerzeugung genutzt. Die Anlage besteht aus insgesamt 68 Modulen mit einer maximalen Leistung unter optimalen Bedingungen von 12,58 Kilowatt. Pro Jahr können ca. 9300 Kilowattstunde in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Doch bevor die Wuppertalsperre gebaut wurde, mussten rund ein Dutzend Ortschaften abgerissen werden. Hierzu gehört neben Krebsöge große Teile des Ortes Gräflinglerbrücke, Karolinengrube, Hörnsmühle, Dörpe, Hammersteinsöge, Öge, Nieder- und Oberkretze.
Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ansonsten entschuldige ich mich natürlich an dieser Stelle für die falsche Aussprache. Straßen, die das Tal früher durchquert hatten, wurden nun über die neue Talsperre hinweggeführt. So entstand die 270 Meter lange Brücke der Landstraße 412 und die 2,8 Kilometer lange Neubaustrecke mit vier Brücken der Bundesstraße 229. Aber auch ein Bahnhof musste dem Staudamm weichen. 39 Meter unter der Krone des Staudamms befand sich einst der Bahnhof Krebsbrücke der Wuppertalbahn. 1980 wurde der Streckenabschnitt zwischen Wilhelmsthal und Radevormwald stillgelegt. Der Bahnhof wurde abgerissen. Ansonsten noch ein paar weitere Details. Das Absperrbauwerk, der 320 Meter lange und 40 Meter hohe Damm der Talsperre, besteht aus einer Steinschüttung mit Asphaltbeton-Innendichtung. Das maximale Stauvolumen der Talsperre beträgt 25,9 Millionen Kubik bei einem jährlichen Zufluss von etwa 138 Millionen Kubik. Für die Talsperre wurden ungefähr 440 Hektar Land angekauft. Die Gesamtkosten der Talsperre betrugen nach damaligem Stand 235 Millionen Mark. Wir hatten ja eben schon einmal den Wassersport erwähnt. Gerade für Taucher ist das hier ein sehr interessanter Ort, denn es gibt einige Sehenswürdigkeiten unter Wasser für die Taucher zu entdecken. Wie zum Beispiel ein voll erhaltenes Viadukt mit drei durchtauchbaren Brückenbögen, einen Holzwehr, ein verschütteter Brückenbogen, eine Bruchsteinmauereinfassung der Brücke, Fabrikfassaden und weitere Felswände. Bei so vielen Stauseen in dieser Umgebung gibt es natürlich auch eine Vielzahl an den dafür verantwortlichen Talsperren zu finden. Deswegen liegt es auch ganz nahe, dass wir uns demnächst auch noch eine weitere Talsperre ganz in der Nähe anschauen werden. Es handelt sich um die Panzertalsperre in Remscheid. Freut euch also auch dort wieder auf schöne Aufnahmen einer alten Talsperre und die dortige Landschaft und Natur, die sie sich bei bestem Wetter von ihrer Klangseite präsentiert. Also Freunde, macht es gut und bis bald!